Ich begrüße euch herzlich zu dem Dienstag, am 24. Juni. Heute heisst es im Losungstext: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Lukas 17, Vers 19. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin der Syrer Naemann, ein bekannter General, eigentlich Oberbefehlshaber vom Heer, oder ein jüdisches Mädchen, habe ich gehört, dass da Glaubensprophet ist in Israel, der mich von meinem Aussatz heilen könnte. Jetzt habe ich ziemlich viel Geld mitgebracht. Und natürlich auch meinen Namen. Darf man nicht vergessen, ich bin eigentlich berühmt. Und so wollte ich mal schauen, ob das alles mir ein bisschen helfen kann. So einflussreiche Person aus Syrien, ob das etwas nützt bei diesem Prophet. Jetzt hat mir doch der Prophet Elisa gesagt, er will kein Geld von mir. Dabei habe ich Haufen Gold und Silber mitgebracht. Soll dir das nichts wert sein? Soll das mir nichts nützen? Soll das mir nichts helfen? Mein Geld hat mir also nicht geholfen. Und dann hat er noch gesagt, ich soll so einem kleinen Flüsschen, was ich hier habe, im Jordan, dreimal untertauchen. Stell dir vor, bei uns, in Syrien, hat es ganz andere Ströme und heilige Flüsse. Und jetzt soll ich da so in einem kleinen Gewässer dreimal eintauchen. Das soll dann auch meine Rettung bedeuten. Ich, der so ein bedeutender Mensch bin. Unser Name, unser Prestige hat auch so nichts genützt. Was bleibt mir jetzt noch? Muss ich es also wegwerfen? Das Vertrauen auf mein Geld? Das Vertrauen auf mein Prestige? Kann mich nur noch haben am Glauben. Und jetzt kann ich aus der Not raus. Gott hat dem Naemann seine Krücke weggenommen. Das Geld, seine Ehre. Er hat sich demütigen müssen, hat das Wort vom Propheten ausfüllen. Und dabei hat er gelernt, glauben. Plötzlich hat er freie Hände gehabt, um sich oben nachher zu heben. Es gibt noch mehr so Krücken, die wir Menschen haben. Der Glaube an uns selber, auch den können wir irgendwann wegwerfen. Oder unsere Erfahrung, die wir gemacht haben bis dahin und wissen, wie es geht. Oder Vertrauen auf andere Menschen, vielleicht ein blindes Vertrauen auf eine Medizin und viele andere Sachen, wo Gott möchte, dass wir freie Hänge haben, dass wir uns oben haben können und dass wir nachher durch die Not durchgehen können, durch die Schwierigkeit oder durch die Probleme, die das Leben stellt. Das heisst eben Glauben. Der Naemann war ein Vorbild, nach ihm noch viele andere. Das ist ein Bild, das unserem Gott gefällt. Unsere Krücken, die im Bachbett unterliegen, wir brauchen sie nicht mehr. Für über Glaubensbrücken über zu gehen, nützen sie uns gar nichts. Die Unger liegen sie im Wasser, im Taufwasser. Sie sind mit Jesus überwunden und beerdigt und gekreuzigt. Dafür sind unsere Hänge frei, für uns zu haben an dem Halt vom Glauben. Im Alten Testament, Psalm 91, 14, heisst es heute: Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.